Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS 19 hier von der Riesenbeck. Und ja, wir haben schon so ein paar Fahrzeuge weggefahren. Ein paar andere brauchen wir noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir hier eine Anhängerkupplung hinter? Ich glaube ja. Eventuell können wir dann nämlich den Dünger wagen. Das müssen wir jetzt mal schauen. Hier noch hinterhängen, wenn es denn geht. Aber ich befürchte, der braucht eine Zapfwelle. Das wird nicht hinhauen. Wäre natürlich eine coole Geschichte, ne? Aber ich glaube, da werden wir dann noch mal extra fahren müssen. Da kommen wir so auch nicht dran. Ne, da werden wir noch mal extra fahren. Na gut. Hoppala. Aber ich weiß ja nicht, was diese Karren hier rumstehen, ey. Mal ganz ehrlich. Auch kein Mensch, genauso wie bei uns auf dem Hof, das eine vermaledeite Ding. Warum muss ein Haupthof so dermaßen mit Gerümpel vollgestellt werden? Ich meine, wir haben ja auch unsere Fahrzeuge. Eventuell werde ich mir diese Karte mal angucken, im Giants Editor. Und werde diese Fahrzeuge, die auf den Höfen stehen, rausbefördern. Mal gucken. Mal sehen, ob das klappt. Braucht kein Mensch. Ganzen Höfe mal abfahren. Was da so rumsteht von dem Zeug. Alter, der Deutz ist ganz schön flott, ne? Aber wisst ihr, was wir machen? Ich wollte ja noch diesen Dingens hier, diesen getunten haben. Den kaufen wir gleich erst noch. Und dann fahre ich die Sämaschine mit dem zurück. Was ist das denn jetzt? Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Nicht wieder ein zu früh abfahren. Der Server lief jetzt übrigens die ganze Zeit. Wir können dann auch gleich mal gucken, Mitte Frühling, wie das aussieht mit der Aussaat. Aber ich glaube, ja gut, gekeimt hat es, aber viel mehr ist auch nicht passiert. Unkraut haben wir noch nicht. Da noch mit reinpassen. Stellen wir die erstmal hier ab. Ja, es geht noch hier. Guck mal. Und wir sind ein großer Hof. Wir brauchen viele Traktoren. So, pass auf. Und jetzt holen wir uns den hier. So, pass auf. Dachfarbe, Chrom, Fendt, Dunkelgrün. Gibt es auch ein anderes Fendt, Dunkelgrün? Chrom, Green, Chrom, Fendt, Nature Green. Oh, die werden das aus. Hauptfarbe. Ja, nehmen den wirklich in Chrom, oder? Guck mal, sieht das geil aus. Ich weiß, in Real gibt es das so nicht. Matral, Ral, Tiefschwarz. Fendschwarz, matt, Fendschwarz. Wir nehmen hier Tiefschwarz als Designfarbe. Ja, guck an. Die Scheibentönung nehmen wir das hier. Sieht man jetzt gar nicht, oder? Dachfarbe, Hauptfarbe. Felgenfarbe müssen wir noch haben. Aber ich glaube, die sollten wir nicht in Chrom machen, oder? Chrom, Ral, Weinrot. Ah, das sieht nicht aus, Leute. Das sieht nicht aus. Tiefschwarz sieht auch nicht aus. Haben wir hier nur Chrom? Fendt beige. Chrom, Fendt, Rot. Dachfarbe, das haben wir alles. Scheibentönung.
So, Reifen lassen wir, Reifenvariante, Breitreifen und Radgewichte, Fabrik 9 natürlich, Panikos, ZZ, Agrar, LS. Wir nehmen kein Logo. So, Tönung an, dann haben wir eine leichte Scheibentönung drin. Zapfwelle. Genau, vorne und hinten. Hupe lassen wir weg. Kennzeichen. Das machen wir hier. 10,50. Hier gab es doch noch irgendwo die Unterbeleuchtung. Wo ist die denn? LED orange, LED blau. Ja, nee, LED schwarzglas nehmen wir. Sieht natürlich schick aus. Wo ist denn... Ach, hier, Unterbodenbeleuchtung. Blau, rot. Nehmen wir grün. Kaufen. Jawohl. Das Ding kostet jetzt richtig Asche. Aber egal. Ich meine, auf Showveranstaltungen... Mag vielleicht ein Händler damit fahren. So, jetzt stürzt irgendwas ab, habe ich gerade das Gefühl. Nichts geht mehr. Ich muss mal... Oha, das hat jetzt aber gedauert. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wir swappen mal zum Händler rüber. Ach ja, das war ein Swap zu viel. Der sollte es sein. Schön mit grünen Scheiben. Wir setzen uns auch gleich mal rein. Hier hat einer unserer Modder noch Hand angelegt und hat irgendein Design noch verändert, weil das ziemlich bescheiden aussah. Ja gut, mit dem Radgewichten da drin geht es dann wieder, ne? So, setzen wir uns mal rein. Da sieht man schon, leichte Scheibentönung. Außer vorne. Und schon wieder diese Mistkarre im Weg. Welchen haben wir jetzt überhaupt hier hinten hinter? Das ist der Kalker. Haben wir noch Kalk hier rumstehen? Hier denn drauf? Das ist Dünger. Nee, Kalk haben wir jetzt nicht hier rumstehen. Da wollte ich sowieso noch sehen, ob wir irgendein Grundstück haben, wo wir ein Silo tatsächlich raufbauen können. So, wie schaut er denn jetzt aus hier? Ja, Mensch. Vernünftig, würde ich sagen. Weiße Ledersitze. Oh, wei, wei, wei. Aber, was soll ich sagen, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Ihr könnt auch gerne meinen Twitch-Kanal followen, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal wieder was kommt. Ansonsten, wer Lust hat auf RP im LS19 und auch andere RPs, gerne bei Chaos Farming reinschauen. Ab 18 das Ganze. Völlig klar, solltet ihr mogeln, fällt das früher oder später spätestens im Teamspeak auf. Und das ist eben der Punkt. Ganz schön flott unterwegs hier. So, dann holen wir jetzt noch unser Auto.
haben wir alle Maschinen hier tatsächlich. Hops, war die Kante im Weg. Einfach mal rüber seppen. So, ich glaube, das sind dann soweit alle. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch einen Stapler oder sowas. Oder ich muss da echt mal gucken, wo man hier eventuell Kalk oder sowas kaufen kann. Weil das ist ja schon extrem hier. Könnte ich den starken Bauern anmachen. Und das passt nicht. Nee, müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Da muss ich nochmal zwischen den Folgen Anhänger kaufen. Die wir dann die ganzen Tanks draufpacken. Oder ein LKW oder was auch immer. Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Was mir da einfällt, oder vielleicht auch mal wieder ein IT-Runner-Pack oder sowas, wenn die inzwischen verbessert worden sind und nicht mehr, ja, wie so ein Spring ins Feld sind. Hier war gerade ein Zug unterwegs. Spielesound ist sehr leise, oder? Kann das sein? Obwohl der auf 80% steht. Man hört ihn kaum. Ist ein bisschen schade. Lautstärke Gesamt, Lautstärke Fahrzeuge, Lautstärke Umwelt. Das können wir ein bisschen mehr machen. So. Ah, jetzt bullert das schon. Warte mal. Fahrzeuge. Das machen wir auf 100%. 40 Lautstärke, 30. Ja, jetzt klingt das schon anders. Eine Abfahrt zu früh. So, ich werde noch ein paar Mods aus anderen Projekten hier reinholen für mein eigenes Gameplay. Und da gucken wir mal. Wie gesagt, hier werde ich sehen, ob ich dieses komische Auto da wegkriege. Vor allem, wenn man das mal vergleicht, ne? Die Autos, mit denen man hier fährt. Und dann diese Kriepel. Ja, viel zu klein. Da, den kannst du hinten auf der Ladefläche packen, kannst du den. Nee, kaufen, wie gesagt, das mache ich zwischen den Folgen. Kühe haben wir noch nicht. Hier ist die Milchkammer. In der Milchkammer gibt es auch einen Schalter. Da müssen wir dann später mal schauen, ob der an ist. Drüben haben wir ihn dann ja letztendlich anbekommen. Ha! Gewusst wie. Hier ist es an, aber hier sind noch keine Kühe drin. Ja, das nächste, was wir machen, können hier mal schauen, hier gegenüber haben wir ein Feld, ist eben Mais. Das Zeug hat gekeimt. Wir können aber noch nicht düngen, da werde ich noch warten, bis die Pflanzen dann da sind. Was wir jetzt hier tatsächlich schon machen können, ist wohl Unkraut, die Unkrautgeschichte. Ich denke mal, ich werde den Server stoppen, dass wir das in der nächsten Folge dann angehen können. Das eine oder andere Feld werden wir hernehmen, um hier ein bisschen was zu bauen. Hier sind auch Felder von uns, wo schon Unkraut drauf wütet. Machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für diese Folge aber erstmal bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, sag bis dann erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.